Herzlich willkommen bei Rohkost, einmal ins hier Rohkost-Verrückten. Heute gibt es wieder die wöchentliche kurz und knackig Frage- und Antwortenrunde. Und zwar geht es um Fructoseintoleranz, Wasserfilter, Banana Island und die Frage, wie viel Greens man eigentlich so am Tag essen sollte. Falls du Kurz und Knackig bisher noch nicht kennst, Kurz und Knackig, da nehmen wir uns jede Woche 5 Fragen von unseren Lesern und von unseren Zuschauern heraus, beantworten die, unterstützen euch dabei ein bisschen auf eurem Weg und ja, ich würde sagen, bevor ich weiter quatsche, legen wir direkt los mit der ersten Frage von David. Und zwar er fragt, hallo Robert, kannst du mir sagen, wie viele Greens man täglich in seine Ernährung einbauen sollte? Ich nehme täglich etwa 30 Gramm Chlorella in Form von Presslingen zu mir, 15 Gramm Weizengras und 5 Gramm Spirulina. Ist das ausreichend? Liebe Grüße, David. Danke für deine Frage, David. Jetzt bin ich etwas irritiert anhand deiner Frage. Meinst du mit Greens nur grün in Form von Pulver? Weil so wie ich das jetzt hier sehe, Chlorella, Weizengras, Spirulina, hast du da nur Pulver. Was allerdings für mich immer noch viel wichtiger ist, ist das frische Grün. Also frischen Spinat, Grünkohl, Mangold, Wildkräuter auch ganz wichtig, Petersilie, Salate. Denn meiner Meinung nach kann man eine gute und ausgewogene Ernährung kann man nicht durch irgendwelche Pulverchen und Presslinge ersetzen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du wirklich richtig viel auch frisches Grün isst. Und dann kann man ab und zu mal so ein bisschen ergänzen mit so einem Pulver. Speziell im Winter ist es eine ganz feine Sache, wenn es nicht so viel frisches Grün gibt oder du viel unterwegs bist auf Reisen, wo man nicht immer sich frischen grünen Smoothie machen kann, ist so ein Pulver auch ganz gut. Ich benutze auch ganz gerne Chlorella und Weizengras benutze ich ab und zu, rühre mir das einfach in Wasser ein, trinke das so. Aber insgesamt kann ich dir sagen, versuche auch mehr frisches Grün einfach zu essen. Und wir schießen direkt weiter mit der nächsten Frage. Meine Frage, Zitat Robert, wenn du relativ neu in der Rohkost bist und von der normalen Ernährung auf sehr viele Früchte umstellst, musst du auf jeden Fall aufpassen, weil Früchte entgiften den Körper sehr stark, dann kann es Vergiftung geben. Meine Frage, wie kann man sich denn auf Banana Island begeben, ohne sich zu vergiften? Wir leben seit einem Jahr 90% vegan und würden unseren Rohkostanteil langsam ausbauen und natürlich die kleinen Sünden beseitigen. Vielen Dank und viele Grüße. Das ist eine hervorragende Frage. Danke dir auf jeden Fall sehr dafür. Und zwar, Banana Island, für alle Leute, die es jetzt nicht wissen, bedeutet, man ernährt sich eine bestimmte Zeit lang, wie auch immer man das machen möchte, paar Tage, eine Woche, zwei Wochen, ausschließlich von Bananen und nichts anderem. Und du hast es total richtig gesagt, wenn du einen relativ geringen Rohkostanteil hast und dann beginnst, sehr, sehr, sehr viele süße Früchte zu essen, Bananen, Datteln, Mangos und so weiter, insbesondere bei eingeflogenen, exotischen Früchten ist es der Fall, dann entgiftet dein Körper sehr stark. Heißt, er mobilisiert die Giftstoffe und die Schadstoffe und alles, was er eingelagert hat von vor Jahren und Jahrzehnten, was sich so im Laufe deines Lebens durch schlechte Ernährung angesammelt hat, mobilisiert er und will sie ausleiten, damit er quasi die einfach mal draußen hat. Aber da ist jetzt das kleine Problem, dass wenn das zu schnell vonstatten geht, wenn du zu schnell die Giftstoffe zutage förderst und dein Körper nicht mit dem Ausleiten hinterherkommt, dann gibt es Rückvergiftung und das ist ziemlich unschön. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt kein richtiger Fan mehr von dem normalen Banana Island. Denn das Problem an der Sache ist, dass du halt sehr, sehr, sehr schnell entgiftest. Banana Island, ausschließlich Bananen, würde ich nur empfehlen, wenn du schon ziemlich weit in der Rohkost dabei bist und dein Körper schon ziemlich viel entgiftet hat. Wenn du da jetzt noch nicht so weit bist, empfehle ich dir unsere Weiterentwicklung, Banana Island 2.0, auch bekannt als Green Banana Island. Dazu haben wir auch mal einen Test gemacht und haben jeden Tag ein Video gemacht. Ich habe das Green Banana Island für, ich weiß gar nicht mehr wie lange es war, 5 Tage oder sowas, glaube ich, gemacht. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Tag 1 Video. Schaut dir gerne mal unsere Erfahrungen von dort an. Da haben wir nämlich zusätzlich zu den Bananen auch noch sehr viele Greens gegessen. Also frische Kräuter, Salate, Spinat und so weiter, auch Gurken, Zucchinis, alles was grün ist, haben wir noch dazu gegessen und aber trotzdem unseren großen Kalorienbedarf ausschließlich durch die Bananen gedeckt. Also der Vorteil von dem Banana Island ist ja, dass dein Körper sehr wenig Verdauungsenergie hat und sich deswegen voll aufs Reinigen konzentrieren kann. Und das haben wir dann immer noch gegeben, dadurch, dass wir einfach
uns die Auswahl sehr stark eingeschränkt haben, aber trotzdem hast du sehr viele Greens dabei, denn die helfen nämlich dabei, die Giftstoffe, die dein Körper zutage fördert, auch auszuleiten. Die Greens, dadurch, dass sie sehr, sehr viele Mineralien haben, binden die Giftstoffe und schleusen sie aus unserem Körper raus, ohne dass es Rückvergiftung gibt. Also aus diesem Grund kann ich nur sagen, wenn du so ein Island mal ausprobieren willst, nimm viele Greens rein, mach gerne Green Banana Island. Das ist insbesondere für dich, wenn du noch nicht so weit auf dem rohköstlichen Weg bist, um einiges leichter und damit wird es dir besser gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weiter geht es mit der nächsten Frage von Tommy. Hi, ich habe eine Frage. Du hast doch den Akala Filter One. Hast du dir das gefilterte Wasser schon mal genau angeschaut? Wenn ich das gefilterte Wasser ins Licht halte, sehe ich da viele Sachen drin rumschwimmen. Ich kann nicht sagen, was es ist. Jedenfalls ist es nicht klar. Die Filterkartusche sowie der Kalkfilter sind neu. Grüße, Thomas. Danke für deine Frage. Ja, in der Tat, ich habe den Akala Filter. Und bin sehr, sehr zufrieden damit. Wenn du ihn nicht kennst, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Video, wo es generell um das Thema Wasser geht, aber auch um unseren Filter und warum ich den so gut finde. Wenn das Wasser, was der Filter gefiltert hat, am Ende da irgendwelcher Krempel drin ist, dann würde ich sagen, ist da irgendwas schiefgelaufen. Denn das sollte nicht so sein. Der Akala-Filter filtert eigentlich alles raus, was du nicht haben willst und solltest dann eigentlich ein super, super klares Ergebnis unten rausbekommen. Von daher ist es auf jeden Fall auch klar. Ich habe mir das mal angeguckt und man sieht nichts drin rumschwimmen oder sowas. Weil wäre ja komisch. Also dann würde der ja seinen Zweck nicht erfüllen. Von daher kann ich dir nur empfehlen, schau doch mal, ob du den Filter richtig eingesetzt hast. Also diesen Turm von den verschiedenen Gesteinsschichten sozusagen und obendrauf diesen Schwamm. Mir ist es nämlich schon oft passiert, dass es nicht so ganz eingerastet war und deswegen das Wasser viel schneller durchgelaufen ist. Es ist fast wie, als ob da gar nichts wäre, als ob es einfach durchläuft. Und es läuft aber in der Tat ziemlich langsam durch, dadurch, dass es halt durch den Schwamm und durch die ganzen Gesteinsschichten muss und so weiter. Es braucht ungefähr so zwischen 5 und 10 Minuten, um, glaube ich, einen Liter zu filtern, steht auf der Akala-Seite. Ich habe es noch nicht nachgemessen, aber es sollte relativ lange dauern. Deswegen musst du mal gucken, ob der Schwamm da richtig sitzt und ob das da alles eingerastet ist, sonst kurz nochmal das rausbauen und wieder reinbauen. Also eigentlich sollte es sehr langsam durchfließen und dann natürlich auch klar sein. Und falls es dann bei dir aber immer noch so sein soll, dann würde ich einfach mal mich mit Akala in Verbindung setzen und denen das Problem erklären. Dann scheint da irgendwas schief zu laufen und vielleicht schicken sie dir einfach ein neues zu oder einen neuen Filtereinsatz wenigstens. Frage Nummer 4 für heute von Dieter. Hallo Robert, hallo alle. Muss mich mal melden, weil mich das erste Mal etwas bedrückt. Seit circa 4 bis 6 Wochen habe ich extrem Schlafbedarf. Meistens muss ich bereits um 20 Uhr ins Bett, weil ich so im Eimer bin. Schlafe dann bis 6 Uhr durch. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich gar keine echte Freizeit mehr habe, weil ich abends so früh müde bin und ins Bett muss. Tagsüber bin ich allerdings fit wie ein Turnschuh. Da ich mittlerweile und im Vergleich zu früher recht viel Rohkost esse, habe ich darin den Fehler gesucht. Insbesondere habe ich angefangen, abends mehr zu essen. Das aber ganz ohne echte Veränderung. Ja, spannende Frage, Dieter. Eine Möglichkeit, die ich mir denken könnte, ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange du schon in der Rohkost unterwegs bist oder wie lange es her ist, dass du deinen Anteil wirklich gesteigert hast, kann einfach Entgiftung sein. Als ich angefangen habe, brauchte ich auch mehr Ruhe als vorher, weil dein Körper einfach, wie ich auch gerade schon bei der Frage gerade eben zum Banana Island erklärt habe, dein Körper einfach beginnt, sich zu entgiften, wenn du anfängst, deinen Rohkostanteil zu steigern. Und diese Entgiftung kostet natürlich Energie, ganz klar. Deswegen brauchst du mehr Ruhe und brauchst auch mehr Schlaf. Und generell bin ich aber der Meinung, dass jeder Körper auch ein unterschiedliches Schlafbedürfnis hat. Und wenn du 20 bis 6 sind 10 Stunden, gut, 10 Stunden sind schon relativ viel, auf Dauer wirst du wahrscheinlich nicht 10 Stunden brauchen, aber es gibt Leute, die brauchen schon jede Nacht 8, 9 Stunden auf jeden Fall. Generell finde ich, ist es eher eine coole Sache, dass du schaffst, wirklich 20 Uhr zu schlafen. Bei mir ist eher das Gegenteil der Fall. Ich bin irgendwie immer zu lange wach und schlafe dann am nächsten Tag zu lange. Aber wenn du Punkt 6 aufwachst, ist doch eine geile Nummer. Da würde ich mir einfach nicht so viele Gedanken machen und einfach mal schauen, was so mit der Zeit passiert. Wenn dein Körper mehr entgiftet ist, dann lässt, denke ich mal, dein Schlafbedürfnis da auch wieder nach. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage für heute angelangt. Was empfehlen Sie Menschen mit Fructoseintoleranz, die kein Obst und einige Gemüsearten essen können, sich aber trotzdem von Rohkost ernähren wollen?
Das ist eine extrem spannende Frage. Ich kann dir dazu leider keine persönlichen Erfahrungen sagen, da ich niemanden kenne und auch selber nicht das Problem hatte, unter einer Fructoseintoleranz zu leiden. Was ich allerdings schon oft gehört und gelesen habe, ist, dass umso mehr man sich in die Rohkost vorwagt, solche Intoleranzen und solche auch generell bei Allergien sowas nachlässt. Also ich kann dir nur empfehlen, den Rohkostanteil langsam zu steigern mit den Sachen, die für dich einfach, mit denen du klarkommst. Also du sagst jetzt eine Gemüsesorten auch, aber dann schau, welches Gemüse kannst du denn essen? Salate und so weiter und steigere das langsam und dann probiere einfach ab und an mal alle paar Wochen vielleicht mal wieder so ein kleines bisschen von dem, was du eigentlich nicht verträgst und es würde mich echt nicht wundern, wenn nach und nach du immer mehr davon vertragen kannst, bis du schließlich dann komplett essen kannst. Also meine Mama hatte, als sie angefangen hat mit der Rohkost, Allergie gegen Paprika, konnte sie gar nicht essen und jetzt mittlerweile kann sie wunderbar Paprika essen. Also sowas kann sich auch verändern. Von daher würde ich dann jetzt nicht gleich aufstecken und sagen, oh, ich kann keine Rohkost essen, sondern ist die Dinge, die für deinen Körper gut bekömmlich sind und die Dinge, die nicht so klar gehen, schiebst du erstmal und probierst dann mit der Zeit immer, immer mehr davon zu integrieren. Und ich denke mal, früher oder später wirst du damit auf jeden Fall klarkommen. Ich kann dir noch empfehlen, unten in der Videobeschreibung lege ich noch einen Link rein zum Kanal von Eat Kelly, von Aileen. Sie hatte auch eine Fructoseintoleranz und hat es aber wegbekommen. Da hat sie auch ein Video zu gemacht. Schau da auch gerne mal rein. So, liebe Leute, das war es auch schon wieder mit Kurz und Knackig für diese Woche. Alle 5 Fragen durch. Es wird langsam kalt. Wir werden uns jetzt wieder reinbegeben in die warme Stube. Wenn du auch gerne mal was wissen willst, so, dann schreib doch unter diesem Video einfach einen Kommentar mit deiner Frage und wir würden uns auf jeden Fall freuen, sie im Kurz und Knackig Video beantworten zu dürfen oder sonst dir auch gerne private Nachricht schicken oder unten auf deinen Kommentar antworten. Aber auf jeden Fall unterstützen wir euch gerne, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr vor irgendwelche Probleme, auf irgendwelche Probleme stoßt. Und ja, wenn dir das Video von heute gefallen hat, Daumen nach oben geben. Wie immer, einmal unseren Kanal abonnieren, wenn du es nicht schon längst getan hast, wovon ich doch ausgehe, hoffentlich. Ja, wir sehen uns. Morgen wieder. Ich weiß gar nicht, was es morgen für ein Video gibt. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall spannend. Und adios, Leute. Herzlich willkommen im Rohkost, der Mainz, die Rohkostverrückten. Heute kurz und knackig Nummer 16 und es geht um Brot. Überzüchtete Früchte. Rotten Tube. Und Kopfschmerzen durch grünes Smoothies.